Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Soma. Wir sind zurück in Folge 6, müsste es nun sein. Und ich begrüße euch nochmal herzlich. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Schön, dass ihr mich immer noch begleitet auf diesem Weg hier durch dieses Horror-Let's Play. Schön sieht's ja aus. Schön sieht's ja aus. Aber ich befürchte, es wird hier noch zu Umständen kommen, die nicht ganz so schön sind. Ich schraube mal an der Option und derweil erkläre ich euch ein bisschen was. Warum ich jetzt hier überhaupt render, wie bekloppt. Und zwar. Okay, na egal. Und zwar, also, ich habe mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Habe mich nochmal richtig gut umgeguckt in den ersten 5 Folgen. Also, Simon, unser Charakter, hatte eine Freundin namens Ashley, mit der er zusammen einen Comicladen betrieben hat, genauso wie mit seinem Freund Jesse, der ihn angerufen hatte. So, im Traum hat Simon dann, als das Handy klingelte, wahrscheinlich das Handy, das auch in echt klingelte, das ihn wachgerüttelt hat, gesagt, er hat nie genug Zeit. Aber wofür? Das ist die Frage, die offen blieb. Und was ich mich auch frage, ist, kommen wir später nochmal zurück? Kommen wir später nochmal zurück in seine Wohnung? Oder war es das jetzt? Weil nebenbei lädt übrigens gerade die zweite Folge Soma hoch. Das ist der Grund, warum hier der andere Bildschirm so derbe hell ist. Aber ich werde ihn mal einfach zudecken. Jetzt dürfte es ein bisschen dunkler sein. So, kann ich jetzt hier nicht wegklicken. Egal. Weiter geht's mit Soma. Ich habe das Gefühl, dass jetzt irgendwas passiert. Habe ich noch was nicht erzählt? Ja, Steam ploppt gar nicht ein. Da habe ich ja den Chlorix die ganze Zeit gegrüßt und so Sachen. Wird in der Aufnahme irgendwie nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht genau, warum es so ist. Eigentlich wird das immer mit aufgenommen. Und was gab es noch? Ich nehme jetzt extra viel auf, damit ich die Let's Plays von Gronkh und Pandoria weiterverfolgen kann, ohne mich spoilern zu lassen. Deshalb nehme ich jetzt einfach auf. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass in Zukunft, in naher Zukunft, nur noch Soma kommt. Ihr werdet es ja gemerkt haben, wahrscheinlich die letzten 6 Tage nur Soma. Es kann passieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Dann ist es ja nur halb so schlimm. So, wir gucken uns mal um. Genug gelabert. Wir gucken uns jetzt hier um in diesem netten Spielchen. Hier tropft. Was, was, was? Was weiß man nicht? Okay, Horrorspiel, denk daran. Kannst du helfen? Da sind schon wieder diese Störungen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Da sind wieder die Störungen. Die hatte ich vorhin bei dem Dino, der mich erschreckte. Kannst du helfen? Geht ja gut los. Ich soll zu dir was? Nein, stopp, stopp. What was that? It doesn't hurt anymore. Was ist hier eigentlich los? War das klug? Ich vermute fast, wir müssen hier weiter. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Ich möchte erstmal gucken, ob ich hier was machen kann, weil es hier so beleuchtet ist. Kann ich nicht. Okay. Welcher Lichtkegel? Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Ich frage mich, was da gerade passiert ist. Es wird schon so seine Berechtigung haben. Wir klettern mal durch Schächte. Das habe ich ja sowieso am liebsten in so Spielen. Robot Assembly. Oh Gott. Wie es gerade gelaggt hat. Das war nicht vom Spiel. Also schon, aber kein normales Laggen. Der hat irgendwas getriggert. Ich hatte nämlich Standbild für 2 Sekunden. Der hat richtig was getriggert. Also irgendwas ausgelöst, was mich jetzt gleich wahrscheinlich erschrecken wird. Und ich war noch nicht Pippi. Ich hätte Pippi gehen sollen. Robot Assembly. Okay, nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich gehe mal hier lang. Können wir hier auch aufrecht gehen? Nein. Gut. Verfolgt mich jetzt hier zum ersten Mal wirklich ein Gegner? Boah, es ist so dunkel, ne? Ich sehe hier nichts. Ich verfolge mal lieber den Weg, den wir auch sehen können. Durch die komplette Schwärze will ich ja jetzt auch nicht krabbeln.
Gehen wir doch mal hier lang. Alter, die Atmosphäre frisst mich schon wieder auf. Es hat gespeichert. Soll ich das gut finden? Station Control. Wir gehen einfach mal raus, würde ich sagen. Hallöchen, ich bin da, wer noch? Was ist denn da vorne am Zappeln? Da vorne zappelt was. Upsilon. Pathos, Production Well. Turbine. Production Well, Turbine, Injector Well. Generator Pathos 2. Soil Rocket Layer Geometric Zone. Geothermal Power Plant. Okay. Scheinbar irgendein Betriebs. Ja, scheinbar funktioniert irgendeine Maschine auf die Art und Weise. Hier machen wir mal zu für den Fall. Ich wette, hier vorne passiert gleich irgendwas. Entschuldigung, Herr Stuhl, ich möchte hier mal hin. Ich möchte mich umsehen. Was ist das? Das ist chinesisch. Das da drunter ist scheinbar nicht zum Lesen bestimmt. Wir sollen da wohl hin, wo es zappelt. Ob ich das will? Ah, ein Zettel. Don't. Ah ja. Auf keinen Fall das Strukturgel-Leck berühren. Seine Effekte auf die WAU kann nicht bestätigt werden. Sein Effekt auf die WAU kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI-Woll-Check gemeldet. Kann man es auch umdrehen? Na, ist nichts. Okay. Also kein Strukturgel anfassen. Was ist das? Funksignal blockiert, zu wenig Strom. Ja, ja, okay. Ich kann hier wahrscheinlich auch gar nichts anderes machen, ne? Wenn ich mich hier mal so umgucke. Hier ist eine Tür, da komme ich nicht durch. Ich muss hier hin. Hey, can you hear me? Warum redest du mit einem Roboter? Kann ich überhaupt mit dem Roboter reden? Sorry? Da? Tut mir leid, dann stecke ich es halt raus. Soll ja scheinbar so gemacht werden. Ey, nicht wieder reingehen. Dass ich die Stecker ziehe? Warum, Mie? Ging es gut, ich war glücklich. Du bist jetzt an einem besseren Ort. Hallo. Manuelle Boot-Sequenz S1, S2. Scheint sich aber nichts zu tun. Boah, das kann ich nicht lesen. Ne, keine Chance. Das ist wohl nicht zu lesen. Genauso wie das. Funksignal zu wenig Strom. Ha, Station Control, ja, da sind wir. Terminal locked, dass der hier an ist, ist aber neu, oder? Das rote Licht war vorhin schon an. Was kann ich jetzt machen? Was hat es mir jetzt gebracht, dass ich das ausstecke? Hat mir das überhaupt etwas gebracht? Ich kann hier nichts drücken, ne? Oh, ich kann mich sogar an den PC so hin und her lehnen. Das ist ja cool. Bringt mir nur echt wenig. Was, was, was? Ach, das ist nur ein Headset. Ja, damit will ich jetzt nichts anfangen. Ich wüsste auch nicht, was. Kaffeetasse darf natürlich nicht fehlen. Blöcks, zum Glück ist da nichts mehr drin. Sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich ein Riesenproblem. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Was soll ich jetzt hier tun? Ist der vorhin auch schon angewiesen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Als hier Sachen angingen, die vorhin nicht an waren, werde ich ganz paranoid.
Ha. Ich weiß gerade nicht so recht, was ich tun soll. Ich meine, ich habe mein Omni-Tool. Soll ich damit mal hier rangehen vielleicht? Omni-Tool hüpft hier und da und überall. Manuelle Boot-Sequenz. Oder muss ich nochmal zurückgehen? Muss ich nochmal zurückgehen? Das habe ich ja noch gar nicht überlegt. Vielleicht muss ich nochmal zurückkrabbeln. Wir krabbeln einfach nochmal zurück. Vielleicht ist das ja richtig. Ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade war. Warum redet eine Maschine mit uns und warum war sie glücklich? Da ist es zu dunkel, da will ich nicht lang. Aber da vorne ist es ja eigentlich auch zu dunkel, ne? Sehr interessant. Da vorne ist es aber eigentlich auch zu dunkel gewesen. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich sehe nichts außer diesem Schalter, der mir sagt, dass ich da nicht lang darf. Zumindest noch nicht. Vielleicht später. Jetzt allerdings noch nicht. Gut, was machen wir? Gehen wir zurück? Ich wüsste jetzt nicht, was ich in dem Raum vorne noch machen sollte. Wir haben den einen Strom, also den einen Roboter da ausgeschaltet. Mehr wüsste ich jetzt nicht zu tun. Hier ist auch nochmal ein Knopf. Aber auch hier soll ich scheinbar noch nicht lang. Gut, okay. Ja, dann ist dem wohl so. Dann gehen wir erstmal zurück und schauen, ob wir da jetzt irgendwas Neues machen können. Ich wüsste jetzt zwar nicht was, aber vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Weil da, ansonsten gehen wir wieder zurück in den Raum und schauen uns da nochmal genauer um. Ich wüsste aber nicht, was wir hätten übersehen können. Ich weiß es nicht. Komme ich denn hier überhaupt wieder durch? Nein. Okay, damit hat sich das schon erledigt. Wir sollen hier gar nicht mehr lang. Wir sollen hier nicht mehr zurückkommen. Also wir kommen nicht mehr zu diesem Unterwassertunnel. Wir kommen auch nicht mehr zum Anfang. Es geht nur noch nach vorne. Soll mich das jetzt glücklich stimmen? Sagen wir mal ja. Die Kerze rußt ein wenig. Ich dachte schon, es wäre grün. Gut, wir gehen mal weiter. Gehen zurück in den Raum, wo wir gerade hergekommen sind. Ja, jetzt bin ich ein bisschen umsonst durch die Gegend gerollt, sage ich schon, gekrauchelt, aber mein Gott. Ist halt wie es ist. Kann nichts machen. Was sind denn das hier für Luken? Könnte man diesen Tunnel hier auch fluten oder was? Oder wie darf ich das verstehen? So, wir gucken uns mal um. Was hat es jetzt also gebracht? Hier ist der Notausgang, den wir aber nicht benutzen können. Ich schätze mal, einwerfen werden wir ihn auch nicht können. Das ist ja so eine. Aber warte mal. Das ist ja so eine massive Tür. Aber guck mal, hier ist doch. Hier ist doch so ein Zeichen. Das hier nämlich. Aber scheinbar ist das so nicht gedacht. Weil hier ist so, das sieht aus wie so ein Zielfernrohr, also so ein Zielscheibendingens hier, so ein etwas, wo man drauf ziehen könnte. Hier sind Knöpfe. Das wusste ich nicht. Dann sollten wir die mal drücken, glaube ich. Okay. Also eins. Okay. Die eins lade ich jetzt mal auf. Dann kommt die zwei. Und dann kommt die drei. Hey, cool. Turbinen. Hauptstromversorgung online. Kommensystem online. Türen aufschließen. Ich sollte hier weg.
Türen aufschließen. Natürlich, der hat jetzt die Türen da drüben aufgemacht. Was steht hier noch? Lissabon. Oh, what is, what's happening? Hello, is there anyone there? Ja, ich, hey, can you hear me? I hear you. Absalom, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Ah, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Na, danke. Kann ich hier noch was machen? Errungenschaft freigegeben, dem Beruf gefolgt. Naja, also das scheint jetzt alles gemacht zu sein. Wir müssen jetzt wahrscheinlich zurück, denke ich mal. Oder hier durch. Ich gucke aber trotzdem mal, ob hier jetzt was offen ist. Ich möchte einfach mal wissen. Interessiert mich doch gerade. Wir müssen wahrscheinlich da lang, wo die Turbinen sind. Aber da jetzt mehr Strom offen ist, könnte es ja auch sein, dass wir hier jetzt weiterkommen. Ich gucke einfach mal hier links. Wenn es hier links nicht klappt, dann gehe ich zurück. Weil wenn es hier nicht klappt, warum sollte es da hinten klappen? Nein, hier ist rot. Okay, wir gehen da lang, wo uns das Spiel haben möchte. Ich bin mir sicher, das ist eine gute Idee, da lang zu gehen. So. Wir sind also in irgendeiner Firma scheinbar angekommen. In irgendwas Großem. Im Jahr 2100. Wir sind Simon Jarrett. Scheinbar sind wir nicht in einem Traum. Ich glaube nicht, dass wir in einem Traum sind.